Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute gibt es wieder eine Runde Real Life hier. Ich habe schon wieder Hunger. Ja. Real Life in Daisy mit dem Rob. Yeah. Wir gehen jetzt wieder zum Green Mountain, die Quests abgeben. Den Rest erklärt euch der Rob. Ich habe eine Genau. kaputte Jacke. Okay. Letzte Folge. Epische Quest. Darum habe ich auch ein bisschen schwarz-weiß hier. Töte 5 Zombies in Zelenogorsk. Ein Hammer. Oh, leck. Ein hammermäßiges, geiles Adventure müsst ihr euch unbedingt geben. Ja, mit den Quests, da hast du was zu tun, ist gar nicht so Ja, so ein schlecht. bisschen was zu tun als kleine Aufgabe hier, Daisy, ne? Und jetzt gehen wir zurück zum Stevie Boy. Der hat uns auch den Vorschlag haben gegeben. Also er hat uns den Vorschlag gemacht, einen Hammer mitzunehmen. Und jetzt gehen wir die 900 Meter wieder zurück und warten, dass der Bluttropfen wieder hochgeht, ne? Ich bei mir voll. Du hast halt wieder mit voller Ja, ich hab's Noobhaftigkeit gespielt. übertrieben, ja. Ich habe halt gedacht, mit dem Vorschlag haben wir, weißt du, da zunder ich mal was weg, aber der Pfarrer, der war ja halt wirklich krass drauf, ne? Was ja auch nochmal 10 Mal auf den eingeschlagen, ne? Wenn ich mich so richtig erinnere. Ich bräuchte aber noch einen Kill, dann könnte ich mir vielleicht eine neue Hose kaufen. Ach nee, da brauchst du was für eine Reputation Bo-Katan wurde dafür? von Rote Kirsche. Okay. Ne, gibt es PvP-Zonen vielleicht? Keine Ahnung. Aus 1 Meter? Das Ziemlich nah kann ja dran, nur oder? ein Versehen sein. Dann müssen wir mal Acht geben hier. Na? Da müssen wir mal Acht geben. Zu Hast du Beginn. eine Gag? Ich habe eine Jacke an, ja. Wo bist denn du? Du siehst mich doch. 50 Meter vor dir. Ein bisschen außenrum gelaufen, um mein Blut nicht noch mehr zu strapazieren. Es hat schon genug gelitten. Ich wollte noch mal ganz schnell ins Gewächshaus kicken. Nix drin. So, da unten rennst du rum. Hier pfeift ein Spatz. Hier speift ein Fatz. Und wo rennst du? Ist gute Gegend? Sei mal bitte ruhig, Alter. Ich kämpfe hier hart. Okay. Ich mache mich mal hier weg. Ich blute. Ich Oh blute. Gott. Oh, fuck. Was los? Kannst du mir mal helfen? Ja, Wo ich bist denn komme. du? Ich komme. Haben dir abgenommen. Blute. Der braucht ein bisschen was, der Kopf. Haben. So, aber jetzt blut ich. Schön. Ja, ich habe schon einen Kopf Oh. erlegt und ein kleines Mädel. So, ich verbinde mich. Mein Blut geht wieder runter. Sehr schön. Ich muss auch erstmal was essen. Das ist ja. Das Verhältnis ist nicht schlecht hier. Also, du weißt schon, weißt du. Ich bin eine Lady. Ja, oh. Oh Den Gott. Shot darf ich ja nicht hochladen. Nein. Das ist ja verboten. Können wir gehen mal zum Green Mountain. Wir müssen Wunden lecken. Ja, ehrlich mal, ey. Stell dir mal vor, wir würden noch PvP spielen. Die Ne, das Zombies wäre Ding, dazu das Ding wäre durch. und die Verrückten, die uns jagen. Ich habe früher gern PvP gespielt, aber in Call of Duty und so. Ja, da habe ich auch Battlefield, spiele ich auch PvP. Könnt ihr gerne mal gucken, Battlefield. Battlefield 42. Aber irgendwann bist du in dem Alter, wo du nur noch Frieden verbreiten möchtest. Richtig. Keine Lust. Ne, du musst nicht zum Green Mountain, wir müssen zum Steve. Wo ist denn Und der Steve? 700 Meter. Ach, dort, das steht sogar da. Ey, du und das Questmenü, ne? Ihr werdet Ja. keine Freunde. Es ist seltsam, aber es geht. Ah, oh, hört ihr den Vogel zwitschern? Oh, da ist schon wieder ein Gestörter. Der ist gespawnt, oder? Ich weiß nicht. Willst du den haben, oder? Nee, ich hab alle. Oder timern uns? Ne, ich Nee. habe auch alle. Ich hab komplett Ich Blutverlust. habe auch alle. Der rennt im Kreis wie ein Der Gaskranker. kreist im Rennt? Ja, ist gut, weil du nie Fehler machst, oder? Nö. Oh, ist ein Armeer. Ein Armeer? Nee, das ist Jagdkleidung. Oh geil, da hast du deine Jacke.
Wenn ich mit dem fertig bin, ist die Jacke Geschichte. Nicht nur die Jacke. Kannst du eh nicht nehmen. Du kannst sie nicht ausziehen, die Zombies. Okay, die Umhängetasche ist uriniert. Wir gehen mal zum Steve. Der hat nämlich eine Thunfischdose für uns und eine Wasserflasche. Na? Als Belohnung. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Das Leben kann so schön sein. Kann man die Kartoffeln roh essen? Ging das? Ja. Schälen, schälen und dann kannst du sie roh essen. Ernsthaft muss ich jetzt die Kartoffel schälen? Ja. Die in der Schale ist doch... In der Schale sind die meisten Vitamine, richtig. Bei der Orange auch, deswegen fresse ich die immer mit Schalen, die Orangen. Kriegst du aber Orangenhaut? Nee, du Dünnpfiff kriegst du. Okay. Und Spliss, oder wie das heißt? Spliss? An der Arschhaare, ja. Spliss. Spliss an der Arschhaare. Spliss? Ja. Hast du dann Spliss an der Arschhaare? Ja, die sind so ganz so krausliges Arschhaar. Voll geil, Will. Können wir mal bitte von was anderem reden? Ja, vom Steve, ne? Was verschlägt Steve eigentlich in diese Waldhütte? Der Stefe. Der Stefe. Wie kommst du da? Achso, dort steht ja ein Gefallen für Stefe. Töte 5 Zombies mit dem Vorschlag, aber was hat denn der davon? Rache, persönliche Rache. Oder hat er zu viele Vorschlaghämmer? Das kann auch sein, aber ich denke eher persönliche Rache. Aber warum? Die Zombies tun dir ja nichts. Die sind ja eigentlich schon tot. Also wenn du 5 Zombies töten sollst, die sind ja eigentlich schon tot. Das heißt eher Untote beseitigen. Richtig. Dauerhaft. Beseitige, dauerhaft, Untote. Lass uns zusammen dauerhaft Untote stilllegen. Richtig, außerdem müssten wir eine doppelte Belohnung kriegen, weil wir ja zusammen 10 Untote beseitigt haben. Yes. Na gut, im Endeffekt kriegt man ja auch doppelte Belohnung, ne? Kriegt ja jeder was. Ja, aber an und für sich bekommst du halt nur einmal, nicht so doppelt. Hey, hier ist eine neue Jacke für dich. Liegt vor Steve seinem Haus. Eine neue Gag? Eine Jäger-Gag? So. Peters Package, geh zu Peter. Mach mal. Also müssen wir wieder hochgehen. Yes. Auf dem Green Mountain. Aber ich esse erstmal den Thunfisch. Thunfisch? Weil der geht nämlich essen und trinken hoch. Ich hab noch Streichhölzer. Oh, aber ich hab den Vorschlaghammer nicht mehr. Den gibst du wieder ab beim Steve. Das ist ja kacke. Das ist nicht so gut. Ja, den Hammer hat er wieder genommen. So. Das Package, okay. Zu so einem Peter ein Paket geben. Wollte. Bring jetzt ihm, okay. Geh zu Peter. Geh zum Peter. Dann machen wir das mal. Soll ich mir auch eine schicke Jägerjacke nehmen? Komm, ich nehme mir auch eine schicke Jägerjacke. So. Oh, hast du direkt Besuch? Ja, aber gleich 2 helfen mich. Oh nein. Ich komme. Au. Oh. Hey. So. Nummer 1 habe ich. Oh, au! Warte. Ich bin der mit dem wenigen Blut. Voll meine Jacke ja direkt wieder im Arsch, ey. Ja, jetzt ist sie braun. Ah. Ah, ich helfe dir gern. Okay, ich lese euch das mal vor. 8 Uhr, Kernitschka. 8.45 Uhr, Antkanatka, Badaba. Aha, na. Yeah. Keine Ahnung, kann kein Kirlisch mal lesen. Lang ist es her. Long her? Ist noch eine Wanderjagd. Mein letzter Friseurbesuch ist long her. Oh Gott. So, hier habe ich auch eine neue Hose. Eine neue Hose. Hast du nicht? Hab ich. Was war denn das? Er macht Geräusche. Mein Charme macht die Geräusche. Hier liegt nochmal eine abgenutzte Jägerjacke. Und. Oh. Munition, können wir ja mal mitnehmen. Wir machen einfach mal weiter, Leute. Da ist schon wieder. Nee.
Will ich nicht. Okay. Mach du noch, geh ein bisschen looten. Alles klar. Bin hinter dir, ne? Das glaube ich dir nicht. Das sagst du jetzt nur, damit ich Ruhe gebe. Manchmal. Ihr kennt mir ja noch so einen Pilz hier. Ein Pilz? Pilznäher. Ja, aber die stehen ja nicht flächendeckend im ganzen Wald. Das ist immer nur oben am Green Mountain, das weiß ich. Okay. Um das Gelände dort. Okay. Umherum. Umherum. Umherum? So, wo ist denn der Broma? Ich bin hier. Ah, da ist er. Ich hab ja. Hast du das. Nee, du schaust ja auch keine Videos von mir. Die letzte DayZ-Folge, die ich ohne dich gemacht hatte. Hab ich noch nicht gesehen, weil die heute erst kam. Heute an dem Tag, ja, wo wir aufnehmen. Dort habe ich ja. Damit ich sehen kann, ob jemand auf dem Server ist, musste ja eine Gruppe gründen, ja. Mhm. Und. Ich glaube, Laktosefront habe ich mich dort genannt. Okay. Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr, irgend sowas. Ich weiß nur, heute kam bei mir eine Folge Rocket League, wo ich deinen Kanal lobend erwähnt habe. Ja, hast gesagt, ohne Werbung. Habe ich gesagt. Super. Ich habe gesagt, müsst ihr, also heute kommt DayZ beim Big Quantum, bei mir mal nicht. Ne? Und aber Leute, die Rocket League schauen, schauen sich doch kein DayZ an. Ja, aber die gucken vielleicht mal auf deinen Kanal und sehen was ihnen gefällt. Na, ich spiele ja kein Rocket League. Du musst deine Belohnung auswählen, um die Quest abschließen zu können. Gut. Hab ich gemacht, dankeschön, der klatscht da hier. Ich hab's gehört, ja, da hat er in die Hände geklebt hier. Bringe 5 Äpfel. Ist das nächste? Ich hab ein Virus. Wieso hab ich einen Virus? Erkältung, denke ich mal. Apfel. 500 EU-Dollar. Mhm. Bring 5 Äpfel, kann man die hier kaufen? Ich hoffe. Das wäre easy, oder? No? Wo ist denn hier? Ist hier aber ein Medic-Stand oder sowas? Vor allen Dingen sagt er das jetzt, wo wir keine Äpfel mehr haben. Hm. Der Lutscher. Bräuchte hier mal irgendwas, wo man vielleicht Medizin kaufen kann. Das ist Weapons. Weapons. Attachment Trader. Ja, das ist ein Consumer. Closing Trader. Ich bräuchte eigentlich... Eigentlich bräuchte ich... Medikamente. Schade, der hat keine Äpfel. Ich geh jetzt hier oben noch weiter. Ach doch, Obst. Ja, kauf 5 Äpfel. 1, 2, 3, 4, 5. Vehikel. Brauche ich nicht. Hast du 5 Äpfel gekauft? Ich glaube, ich kann nichts kaufen, oder? Kannst du noch nichts kaufen? Äpfel kannst du nicht kaufen, nee. Kannst nicht kaufen, schade. Das ist aber auch teuer hier. Hm. Ach, wenn du auf kaufbar gehst, hast du gar nichts. Okay. Warum? Ich weiß es nicht. So. Oh, ich habe hier was am Automaten gekauft. Was denn da? Eine Tüte Taus Kartoffelchips. Das soll die Lays, soll das imitieren. Okay. Kennst du die Lays? Lays, natürlich. Kennst du auch diese Lays? So, also wir müssen 5 Äpfel sammeln. Oh, mein Bruder war hier. Big Jesus. Yeah, Big Jesus. Das wird ein Thumbnail, ey. Oh. Ah, warum können wir hier nichts kaufen? Was müssen wir denn jetzt? 5 Äpfel? 5 Apples, ja. Da gehen wir mal los, würde ich sagen, oder? Ja. Yep. Das muss ich erstmal abschließen. Ja, okay, dann schon wieder dort runter. Verdammte ja. Hacke. Wir können ja mal zur anderen Seite runtergehen. Gibt's ja, da was? Ja, würd ich auch sagen. Ein bisschen was zeigen hier. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? 14. 14, gut. Machen wir noch 10 Minuten. Na los, im Laufschritt. Marsch, marsch. An die Ostfront, geh mal. Guck mal, was brauchst du? 5 Äpfel. Medikamente bräuchte ich vielleicht. Ich sehe ein bisschen verschwommen. Ich hab wieder ein Horrorspiel für dich. Oh, was denn da? Was diesmal? Blair Witch.
Schon wieder? Ja, du willst das. Ja, wenn ich dir schenke, spielst du es? Im Let's Play. Ich hab's mir mal anfangs angeguckt. Ich fand es jetzt nicht so interessant. Du musst halt viel rennen dann. Sind halt, das stimmt doch gar nicht. Horrorspiele sind nicht sehr interessant, aber sehr horrorlastig. Ah, das stimmt. Hellblade 2 kommt bald. Ja, aber dafür brauchst du eine Xbox oder einen PC. Hab ich doch. Hast du mir geschenkt, die Xbox? Du spielst ja aber gar nicht mit der Xbox. Nein, im Moment spiele ich nicht mit der Xbox, weil ich gerade Assassin's Creed auf der PS5 spiele und DayZ mit dir auf dem PC. Ich zock Starfield auf der Xbox. Oder auf dem PC. Hast du jetzt genießt oder meiner hat genießt? Meiner hat genießt. Ja, ich hab. Oh, die Rüsselseuche im Gesicht. Oh, darum bin ich krank. Wieso du? Du hast mich angesteckt. Ja, weil du es verdienst. Scheiße, wo findet man hier Äpfel? Hier hinten ist ein Apfelbaum. Oder ist das ein Apfelbaum? Ich glaube, das ist ein Apfelbaum. Nee, da gehen wir in irgendwelche Gärten und so. Ja, okay. Weiß schon, weißt du. In den Garten, in den Datschen. Vielleicht werden wir dann abgeknallt von irgendwelchen wilden Gartenbesitzern, weil wir in die Gärten gehen. Ich gehe mal in die Gärten, in den Datschen. So. Ja, mal kicken. Yeah, unvollständig. 5 Apfel. Man, das, ja gut, das werden die schon einberechnet haben, dass die Leute sich dann die 5 Äpfel kaufen wahrscheinlich. Mhm. Ganz so blöd sind sie ja auch nicht. Nee, nicht wirklich. Nee, haben sie gut gemacht auf jeden Fall. Dir fehlt die Reputation, um einen Apfel zu kaufen. Ja, du musst da sehr viel Erfahrung haben, um Äpfel kaufen zu dürfen, ja. Es ist äußerst schwierig, schwierig zu handhaben, das Obst. Mhm. Da sollte man schon wissen, was man tut, oder? Ja. Ja, findet man jetzt 5 Äpfel hier? So eine Kacke. Weil umso weiter wir weggehen, umso weiter müssen wir zurück, ne? Schauen wir mal. Schön, dass ich verschwommen sehe. Oh. Musst du mal langsam wieder schön werden bei dir. Nee, das Virus ist da. Der Bluttropfen ist auch noch unten. Das sind keine Apfelbäume, das sind ganz normale Laubwaldbäume. Bewaldete Laubbäume? Aber irgendwie bist du ja immer am Fordern. Hm. Wie der uns das heute angesehen hat oder dazu mal, dass wir hier neu sind, oder? Sieht man das? Glaub ich nicht. Na jetzt nicht mehr, jetzt sehen wir aus wie Pro-Gamer, aber... Guck mal, da unten ist eine Farm. Ja, da ist alles voller Bombis wahrscheinlich. Mhm, denke ich auch. Ne, ich wäre dort vorne in dieses Village. Okay. Da gehen wir mal hin. Ich glaube, es ist ein Village. Ansonsten pflanzen wir einen Apfelbaum, oder? Ja. Pflanzen wir uns die Äpfel selber, die Zeit haben wir. Zeithammer, genau, Zeithammer und Hammerhammer. Hammer haben wir nicht mehr. Es ist einfach nur verwirrend. Es wird gegeben und genommen. Mhm. Ja. Verrichte mein Werk und du bekommst diesen Hammer. Oh, ich kotze, nein. Den du aber zurückgeben musst. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Ja, lass mal, bleib mal ruhig. Okay. Du weißt, ein Feuer, ein bisschen Getränke, ein Feuer, ein bisschen Wasser und so, das heilt. Tetracyclin bräuchte ich. Ich glaube, das ist eh nur Schnupfen, weil meiner hat vorhin genießt. Ja, meiner aber nicht. Du brauchst kein Tetracyclin. Ich brauche ein Antibiotika, oder? Der Hop ist nämlich, müsst ihr wissen, so ein Hyperhonda, ja, richtig. Ja. Er bildet sich Krankheiten ein, no, die er gerne hätte. Aber nicht bekommt. Ja. Der ist halt schnell krank. Und ich bin so einer, der mit 40,9 Temperatur Celsius noch in die Arbeit geht. Hm, lobenswert. Weil es mir scheißegal ist. Weißt, richtig. Kann ja jeder kommen. Genau. Und Männer wurden ja auch nicht aus Styropor gemacht. Ja. Genau. Rob. Genau so ist es. Ja. Außer Rob. Hä? Er ist aus Zuckerguss. Ja, weil ich so süß bin. Nee, Alter, weil du einfach... Oh, ich sag dir das, wenn wir fertig sind. Okay.
Das wird zu intensiv. Alles klar. Bereite mich seelisch drauf vor. Das wird zu extrem für dieses Video. Okay. Ja, bei mir zieht langsam wieder Farbe ins Spiel. Ja. Hallo, Gesundheit, mein Freund. Hast du ein Bombi? Welches Village wolltest du eigentlich gehen? Hier an der Tanke? Nee, hier unten ist leider das Dorf. Straße weiter, dann kennst du dich nicht mehr aus. Natürlich. Ja. Natürlich. Hier sind wir 180 Millionen tausend Mal hoch und runter gefahren. Richtig gefahren, das ist es. Mein Auto hier durch, ja. Zurück zur Küste. Als dann alle gestorben sind im Auto, weil auf einmal dort ein parkendes Fahrzeug aufgetaucht ist. Ja, aufgeploppt. Ja, das stimmt, das war lustig. Du bist tot. Das war cool. Fährst mit dem Auto durch die Kante. Das war auf meinem Server, oder? Als ich Admin war. Ja. Hab ich immer gesagt, wenn ich mit euch unterwegs bin, dann gebe ich mir natürlich keinen God-Mode. Mhm. Und da habe ich mal den God-Mode nicht angehabt und sterb direkt. Nee, das ist so ein langsamer hier. Langsamer? Mhm. Aber den habe ich vorhin auch schon bekämpft. So einen. Ja. Cabin? Anhand der Äpfel, die du hier findest, kannst du eigentlich festmachen, wie viele Leute diese Quest machen. Mhm. Stimmt, ne? Es stimmt. Das ist 0. 0,0. 0,0 Aploiden. In Celeno gab es aber auch keine Äpfel. Na doch. Ich habe ein paar gefunden. Einen. Ich habe eine Birne. Eine Birne habe ich gefunden. Aber wir sind ja im Pustoschka. Noch eine Birne. Ein Apfel wäre mir lieber. Ich hätte ja hier noch ein Apfel und ein Ei. Ja? Ja. Auch nicht schlecht. Wir werden doch mal 5 beschissene Äpfel auftreiben können. Oder? Oh Gott. Ja, bitte? Die Zombies da unten gesehen, ja? Mein Guy ist kalt. Okay, irgendwas schreit uns an. Ja, kommt was, da kommt was hinter dir gelaufen. Die Granny kommt. Die Omi? Birne. Oma, du sollst doch deinen Enkelchen nicht klopfen. Nicht auf den Kopf klopfen. Birne, hier gibt's nur Birnen. Ich meine, ich nehme sie mit, ne? Wäre schade, die verkommen zu lassen, ne? Aber wir brauchen Apple. Ich wäre froh, wenn ich eine Birne hätte, dann. Ich brauche ein bisschen Vitamine, ja. Ja, ich kann dir eine geben. Bei meinem Schnupfen. Mein Charakter hat eine sehr tödliche Form der Männergrippe. Mhm. Gesundheit, junger Freund. Oh Scheiße, sind das alles Birnbäume oder was? Ne, Pflaumen auch. Also. Ah. Wir sind in den Ort gegangen, wo es natürlich ursprünglich nie Äpfel gab, ja. Hm. Die, weil die ja generell sehr schlecht wachsen, die Apfelbäume. Birnbaum, ja. Geht gut, geht steil, geht scharf, trägt jedes Jahr. Apfelbaum, eher schlecht. Eher weniger. Ja. Ist so ein Ding für sich hier in Pushta. Ein Apfelbaum, ja. Ah, ich kick hier nochmal jetzt. Ist ja nicht der einzige Ort. Genau. Als nächstes kommt der hier. Wie hieß denn das? Vibor, oder? Vibor? Wir sind hier. Ja, Vibor ist dann. Dort sind wir auch schon vor Horden von Zombies geflüchtet. Mhm. Aber in Baloda am Airfield, das war zu, habe ich das noch nicht erlebt. Das war schon hart. Das war echt krass. Ich brauche ja gar nicht mehr abgrasen, weil wenn du schon hier überall alles abgesucht hast. Na, die spawnen ja neu, die Apple. Hätte vielleicht jeder eine Seite von dem Dorf nehmen sollen. Hm. Wäre intelligenter gewesen, ne? Guck, pass auf, ich laufe mal die Straße hoch zu. Nein, zu. Nuff.
Nuff. Nuff, 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 nuff. Herr Fuchs, Frau Elster, nuff, 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 nuff. Aber halt einmal. Manchmal sehe ich verschwommen. Ja, mein Char ein bisschen infected ist. Yes, yes, yes. Infiziert mit Corona Plus. Wo kommt denn der jetzt her? Ein Zomboid? Die. Wieso spawnen hier keine Äpfel? Sonst hast du hier die ganze Straße, hast du ja sonst Äpfel. Also ich hätte noch einen grünen Rucksack, einen beschädigten. Warte, aber war hier was? So einsam in dunkle Rinde. Nee, brauche ich nicht. In Svetle, ja, es gibt Äpfel. Ja? Sweaty, aber ich glaube, wir müssen zum Folgenende kommen, ne? Moment. Du willst bloß aufhören mit Spielen. Nee, ich habe einen Termin. Ja, okay, dann gehe ich hier in die Hütte. Mhm. Und mach. Nicht. Mach nichts, warte auf Rob, wie immer. Ah. Bustoschka. Also hier drin gibt es auch keine Äpfel. Nee, hast du geguckt? Ich fühle mich ein wenig krank. Ja. Aber am Vitaminmangel kann es ja nicht liegen. Hast du ja schön Birnen gegessen, ne? Na, Pflaumen eher. Pfläumchen. Das hast du hier bestimmt alles abgegrast hier. Kommst du her? Ja. Aber ich bin froh, dass mein Spiel wieder Farbe hat. Ja, es kann ja keiner was dafür, dass du auf dem Schwarz-Weiß-Monitor spielst. Hm, und trotzdem hat Daisy Farbe, das ist natürlich geil. Uah, Tür ins Gesicht gehauen. Hallo. Uah. So, Tür gut. Zu. Tür zu. Zack. Oh Gott. Ja, ich habe mich ein bisschen verkühlt. Hm. Kann ja mal vorkommen, aber es ist kein Beinbruch. Nur ein Armbruch. Ein Darmbruch. So, ein Dammriss. Boah. Oh Gott. Nee, okay. Rob, mach du, übernehmen du. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei DayZ. Dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, Rob und Big. Ciao, ciao.